Karate. Wer diesen Begriff hört, denkt zumeist wohl an Selbstverteidigung oder Kampfsport. Doch weit gefehlt. Karate ist für die beteiligten Sportler, wie hier bei der ersten Chiemgauer Kampfsport- und Karateschule Traunreuth, eine Lebensphilosophie. Sowie für den ersten Vorsitzenden Richard Schalch, dessen ganze Familie im wahrsten Sinne des Wortes hinter dieser Sportart steht. Also Kinder haben wir insgesamt 8, wir haben 2 Mädchen und 6 Buben. Alle machen Karate, die meisten haben einen Übungsleiterschein auch. Ich habe die Wurzeln gelegt, sprich die Kinder. Und die Kinder haben sich im Laufe der Zeit so positiv entwickelt, dass man sagen kann, wir haben eigentlich schon ein bisschen was erreicht. Also von ganz klein bis ganz groß haben wir, wie gesagt, im letzten Jahr 5 bayerische Titel geholt. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich da immer mehr. Entwickelt hat sich im Laufe der Zeit vor allem das Miteinander im gesamten Verein mit einer ganz entscheidenden Besonderheit. Wir haben in der gleichen Gruppe behinderte Athleten, genauso wie Mitglieder der Nationalmannschaft, und das spricht viele an. Bereits seit dem Jahr 2000 vereint die Karateschule Behinderte und Nichtbehinderte unter einem Dach. Nicht zuletzt deshalb wurde dem Verein im Juni diesen Jahres als erster Karateschule in Bayern das EIS-Siegel, kurz für Erlebte Integrative Sportschule, des Bayerischen Behindertensportverbandes verliehen. Das Ziel dabei ist, dass die Kinder mal sehen, wie man mit behinderten Kindern umgehen kann, und der Lerneffekt ist enorm. Also was die Kinder lernen hier im Behindertensektor an Verbesserung von der Motorik, das bringt man mit gar nichts hin. Also das Karate ist absolut Gesundheitsprojekt für allen Klassen. Also das haben wir. Die erste CKKS Traunreuth ist also quasi eine Art Vorreiter im Bereich Behindertensport und beheimatet mit die erfolgreichsten Handicap-Karatekas in ganz Deutschland. Erst vor kurzem räumten die Oberbayern bei den Bavarian Open für Menschen mit Behinderung im oberpfälzischen Roding einen Großteil der Pokale und Medaillen ab. Auch das ist aber ein Verdienst der Inklusion zwischen behinderten und nicht behinderten Sportlern. Sie sehen halt, dass sie Einschränkungen haben und versuchen, denen nachzuahmen. Und da sieht man dann, dass eine Steigerung da ist, eine Leistungssteigerung. Ja, deswegen haben wir auch den Namen jetzt bekommen, Integrative Sportschule, weil wir die Kinder, die Einschränkungen haben, mit den normalen Kindern trainieren. Und diese normalen Kinder reißen richtig diese Menschen mit Behinderungen mit, sprich die Kinder im Spiel und im Spaß im Karate. Allerdings geht es bei solchen Veranstaltungen eigentlich nicht um die Erfolge. Vielmehr zählt das olympische Motto, dabei sein ist alles. Es geht um die Teilnahme, um den Spaß geht es für die Leute. Natürlich ist der erste oder zweite Platz wichtig, weil es geht um einen Pokal. Die wollen natürlich auch Metall mit nach Hause nehmen. Und wenn sie das gewohnt sind, dass das immer so ist und sind dann mehr Teilnehmer und sie kriegen dann das nicht dabei, ist einfach nicht so gut sein wie die anderen, ist natürlich auch bedauerlich für sie. Das merken die natürlich schon. Dennoch war diese Veranstaltung für alle Beteiligten ein voller Erfolg, zumal mit über 30 Sportlern ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt wurde. Ja, es ist wie immer ein Höhepunkt im bayerischen Wettkampfkalender, denn wir legen ganz besonderen Wert für Menschen mit Handicap, denn es bringt uns etwas und es bringt den Sportlern etwas, nämlich Freude an dem Sport, denn jeder kann Karate ausüben, ob ich blind, mit Down-Syndrom oder im Rollstuhl. Mittlerweile gilt die Kampfkunst Karate offiziell bereits als therapeutische Disziplin und lässt bei vielen Sportlern Fortschritte im Alltag erkennen. Ja, es ist schwierig, den Körper lernen neu zu beherrschen, aber es bringt dann im Alltag den Menschen unheimlich viel, denn sie haben eine andere Einstellung dann zu ihrem Körper. Sie lernen ihren Körper, wie soll ich sagen, von einer neuen, besseren Facette kennen. Verbesserungen also in jeder Hinsicht. Naja, zumindest fast. Denn bezüglich der Teilnehmer gibt es noch Luft nach oben, um für die Zukunft eine gerechtere Einteilung in die verschiedenen Behindertendisziplinen gewährleisten zu können. Die Idee ist, dass mehr sich melden in der Richtung und dass man mehrere Kategorien einteilen kann, dass man einfach hier das ein bisschen genauer ermitteln kann. Es war halt eine Disziplin, wo mehrere Teilnehmer waren in einigen Pools, wo man sagen muss, da ist dann die Herausforderung größer. Aber was ganz toll war, dass wir zum ersten Mal 2 Kinder dabei gehabt haben. Diese 2 Kinder waren begeistert, dass sie starten durften. Und heute haben sie praktisch das fürs nächste Jahr freigemacht, dass wir nächstes Jahr Teilnehmer von Kindern sehen dann bei den Meisterschaften. Auch da wird dann sicherlich der ein oder andere Sieger der ersten CKKS Traunreuth mit dabei sein und so schön feiern wie auf diesen Bildern.